Also ich bin der Bernd Schmidt, ich glaube, die meisten kennen mich. Ich begrüße euch, Sie, sehr herzlich zum 9. Dialogforum. Dialogforum ist ja das Besondere, dass es ein Forum ist, eine Begegnung von Unternehmensvertretern auf der einen Seite und DBVC-Mitgliedern auf der anderen Seite. Und der Austausch ist dadurch gegeben, dass nach einem Impulsvortrag, der durch einen Unternehmensvertreter in der Regel gegeben ist, sich Coaches und Unternehmensvertreter in großen Gruppen oder in Gruppen zusammensetzen und dann überlegen, wie haben wir das Thema in unserem Unternehmen erlebt, zum Beispiel das Thema Führungskultur, was ist der Unterschied zu den Unternehmen, zu den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Ich finde dabei immer wieder spannend, dass man auch als erfahrener Coach jede Menge Anregungen kriegt, weil andere bringen andere Blickwinkel rein und man sagt, ja genau, stimmt, der hat recht, das ist super. Und man kriegt auf die Art und Weise eigentlich auch sowas wie eine Fortbildung. Also im Unterschied zum DBV Sommercamp fand ich das Dialogforum insbesondere wieder super spannend durch die Unternehmerbeiträge. Ich bin völlig beeindruckt, dass es gelungen ist, so hochkarätige Vertreter, einmal den CEO von Stahl und zum anderen den Geschäftsführer von Wirth hier zu haben und mit uns 2 Stunden lang über ihre wirklich wichtigen strategischen Konzepte, ihre Unternehmenskultur zu diskutieren. Das ist sensationell, wirklich. Also für mich, und das ist jetzt gerade diesmal besonders gewesen, sind sehr authentische Unternehmensführer dabei gewesen, wo man das Gefühl hat, man kriegt viel mehr mit hinter der Bühne. Die reagieren auf die Fragen sehr, sehr offen und authentisch. Also das heißt, man hat einen größeren Bezug und eine Beziehung zu den Menschen. Und ich glaube, sie lassen hier, um das mal ein bisschen ausdrücklicher zu formulieren, mehr die Hosen runter, als jetzt vielleicht in anderen größeren oder anderen Formaten. Das sind die 3 Kernpunkte, die eine Führungskraft machen muss, um den Respekt zu bekommen. Respekt als Führungskraft hat man ja nicht durch seine Funktion, sondern Respekt als Führungskraft hat man durch seine Person und sein Handeln. Mir ist einmal passiert, das ist vielleicht 3-4 Jahre her, dass mir im Personalgespräch meine Sekretärin gesagt hat, ich habe 2. Und die eine hat gesagt, Norbert, ich schaffe nur 3 Tage. Ich habe, als die Marion eine Woche krank und dann 2 Wochen im Urlaub war, das ist die 5 Tage arbeitet, habe ich jeden Tag gearbeitet, bis abends um 8, auch teilweise am Wochenende Zeug mit nach Hause genommen. Ich hätte mich gefreut, wenn du einmal Danke gesagt hättest. Das war für mich so ein Stich, ne? Und den will ich nicht mehr erleben, weil die hat natürlich genau recht. Ne? Die hat sich in der Zeit, da ging es gerade um Geld, die wollte also nicht 500 Euro für diese 3 Wochen und die hat es auch nicht als Überstund abgerechnet und sonst was. Die wollte nur, dass es wahrgenommen wird. Also in dieser Veranstaltung entstehen Bilder und die Bilder geben mir Kraft, es woanders auch umzusetzen. Das ist die Stärke in dieser Veranstaltung. Also das, was im Vordergrund steht, ist auch die Netzwerkarbeit hier. Es sind doch gerade die Gespräche, die sich dann nebenbei ergeben, die den Mehrwert bieten. Das Bereichernde für mich auch als junger Coach oder junger Teamentwickler ist auch, dass ich mit Kollegen in Kontakt kommen, die älter sind, die viel Felderfahrung mitbringen, die viel Lebenserfahrung mitbringen im Umgang mit Coaches, mit Unternehmen, von dem ich ganz viel profitieren kann.